Dieses Bild bietet sich täglich in den Großstädten, weltweit. In London, Moskau oder hier in Downtown Eastside in Vancouver. Als Heroinabhängiger endet man hier, an Orten wie diesen. Es sind unsere Töchter. Oder es ist ein Familienvater. Oder vielleicht jemand, der eine erfolgreiche Karriere hinter sich hat. Aber einmal hier angekommen, ist man nur noch auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Im ganzen Körper breitet sich Wärme aus, ein mit nichts anderem vergleichbares Gefühl des Wohlbefindens. Heroin betäubt dich so sehr, dass du nichts und niemanden mehr spürst. Schon mit der ersten Line war ich verliebt in den Stoff. Es gibt auf dem ganzen Planeten nichts Vergleichbares. Wenn man Heroin nimmt, welches aus Opium gewonnen wird, ist nichts mehr so, wie es scheint. Unsere Geschichte beginnt auf der anderen Seite der Erde mit einer Pflanze, die gleichzeitig Fluch und Segen ist. Die Farmer in Afghanistan bringen die Opiumernte der Saison ein. Von diesen Feldern stammen 92% des weltweiten illegalen Opiumbestands. Von hier aus wird die Welt mit Heroin versorgt. Für die Bauern Afghanistans ist es eine Überlebensstrategie in einer außerordentlichen Härtezeit. Der Handel mit Opium finanzierte den fast drei Jahrzehnte andauernden Krieg in und um Afghanistan. Die 1300 Kilometer lange Grenze entlang des Flusses Pjansch ist ein löchriger Grenzstreifen. Er trennt die Opium-Mondfelder Afghanistans von den höchst lukrativen Drogenmärkten Europas und Nordamerikas. Es ist ein Ort, an dem kaum ein Gesetz greift. Während der von den USA geführte Krieg in Afghanistan weitergeht, ist diese Grenze im Kampf gegen den Drogenhandel zu einer Art zweiter Kriegsfront geworden. Die angespannten tadschikischen Grenzwächter liefern sich täglich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den zum Schmuggeln verdammten Kurieren. Das ist der
Eine Festnahme. Nur ein kleiner Gelegenheitsschmuggler. Die Schicht an der Grenze wird morgen fortgesetzt. Illegal nach Tadschikistan geschmuggelte Drogen gelangen schließlich nach Norden, nach Westen und nach Osten. Von dort aus werden die Drogen in die ganze Welt verschickt. Wenn wir jetzt nicht gemeinsam handeln, wird es bald zu einem weltweiten Problem werden. Sogar in der abgelegenen Region Arunachal Pradesh, im Schatten des Himalaya-Gebirges Nordindiens, verwandelt der globale Bedarf an Opium eine heimische Tradition in ein blühendes Geschäft. Seit Hunderten von Jahren ist der Anbau von Mohn ein wesentlicher Bestandteil der Kultur des Mishmi-Bergvolks. Opium wird dort als natürliches Schmerzmittel eingesetzt, denn moderne medizinische Einrichtungen sind rar. Sie nennen es auch ein Geschenk Gottes. Mit Opium bekämpfen die Mishmi Durchfall, Schlaflosigkeit oder die Schmerzen einer Geburt. Viele rauchen Opium auch in Gesellschaft. Indiens ehemaliger Drogenbeauftragter Ramesh Bhattacharji reiste nach Arunachal, als er von der zunehmenden Opiumproduktion hörte. Ich rief das Institut für Drogenforschung ins Leben. Das ist unser erstes Projekt. Wir wollten mit neuen Ideen an diese Problematik herangehen. Es gab bisher keine Umfragen. Es weiß also keiner, wie viele Drogenabhängige es hier gibt und wie viel angebaut wird. Es sind alles nur Vermutungen. Hoffentlich kriegen wir in den nächsten Wochen ein paar Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Arunachal ist zu einem großen Problem geworden. Ohne Kontrollen wird hier ein Drogenumschlagsplatz für die ganze Welt entstehen. Da der Mohnanbau in ganz Arunachal zunimmt, befürchten die Bauern, dass der Besuch des ehemaligen Drogenbeauftragten Schwierigkeiten bedeutet. Thank you.
Opium ist nicht ohne Grund die älteste Medizin der Welt. Es gibt Millionen von Pflanzen, aber nur diese Pflanze wird immer wieder seit dem Beginn der Geschichtsschreibung erwähnt. Denn sie half den Menschen bei allen möglichen Krankheiten und bei chronischen Beschwerden. In den Schriften der Sumerer wurde Opium das Kraut der Freude genannt. Die Ägypter und die Römer benutzten es ebenfalls. Arabische Händler führten Opium im 8. oder 9. Jahrhundert in China ein. Sie verbreiteten es in der ganzen Welt. Opium wurde zunächst verzehrt oder mit Tabak geraucht. Doch als im 18. Jahrhundert in China eine raffinierte neue Pfeife entwickelt wurde, änderte sich die Art des Konsums. Die Chinesen benutzten den Ausdruck Tunyun Tuwu, was so viel heißt wie Wolken schlucken und Nebel spucken. Das, was man letztendlich inhaliert, ist reiner destillierter Dampf. Es wird nichts verbrannt. Der Dampf enthält daher keinerlei Giftstoffe, wie sie sonst bei einer Verbrennung entstehen. Alle Verunreinigungen werden herausgefiltert. Als in Europa das Heilmittel Laudanum entwickelt wurde, das aus einer Kombination aus Opiumpulver und Alkohol besteht, fand die beruhigende Wirkung der Mondpflanze bald Anklang bei Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. In England und Frankreich wurde Opium in den gleichen Gesellschaftsschichten benutzt. Queen Victoria nahm es, Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Jean Cocteau. Jeder kreative Mensch will ungestört arbeiten können und nicht einmal von Schmerzen oder Müdigkeit abgelenkt werden. Und mit Opium können Künstler, Musiker und Schriftsteller genau das tun. Um 1800 gab es aus Opium hergestellte Heilmittel für alle möglichen Krankheiten. Es war das wichtigste Mittel der westlichen Medizin bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Viele wissen nicht einmal, dass die meisten Medikamente in Europa und Amerika Opiate enthielten. Die Geschichte des Opiumkonsums hat seit jeher zwei Seiten. Der Stoff führt zu Wohlbefinden und lindert Schmerzen, aber er kann auch süchtig machen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts isolierte ein deutscher Chemiker die Hauptkomponente von Opium, die für die schmerzlindernde Wirkung verantwortlich war. Er benannte sie nach Morpheus, dem Gott der Träume. Morphin wurde bald zum wichtigsten Mittel der modernen Medizin bei der Schmerzbekämpfung. Es wurde außerdem als exakt dosierbare Ersatzdroge für Opiumabhängige verwendet und versprach eine schnelle Heilung. A little, given to a sick person facing the agonies of illness or the surgeon's knife, and there comes peace. Freedom from pain. Misused by drug addicts, these same powers bring dreams that twist reality, corrode body and mind, and lead to crime. Sie fanden heraus, dass Morphin die Abhängigkeit von Opium heilen konnte. Das stimmte auch. Wenn man Morphin intravenös verabreicht bekam, wollte man Opium nicht mehr. Denn dann war man abhängig von Morphin. Modern chemistry takes the raw latex of its fruit, extracts and changes it into the concentrated drugs of morphine, codeine and other narcotics. Die deutsche Firma Bayer erfand später Heroin, abgeleitet von The Heroic Remedy, heroisches Heilmittel. Man nannte es Heroin, weil es wirklich helfen sollte. Sie sagten, es sei das ultimative Mittel gegen Morphinabhängigkeit. Es half auch, hatte aber wiederum eine Heroinabhängigkeit zur Folge. Um 1900 waren eine halbe Million Amerikaner von legal bezogenem Morphin und Heroin abhängig. Morphin setzte sich als Schmerzmittel in der Medizin durch. Die Verbreitung und der Konsum von Heroin und Opium wurden in den 1920er Jahren in Amerika verboten. Die Abhängigkeit von Drogen war fortan gesetzeswidrig.
Nach fast einem Jahrhundert strikter Anti-Drogen-Politik schlug die Insight Clinic in Vancouver eine radikal neue Richtung im Umgang mit der Sucht ein. Der Staat Kanada stellte die Klinik seit der Eröffnung 2003 vom Drogengesetz frei. Drogen dürfen ohne strafrechtliche Konsequenzen injiziert werden. Insight hat 600 bis 900 Besucher pro Tag. Es ist meine Aufgabe als Leiter der Patientenaufnahme, diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, zu helfen. Gegenüber Behörden sind sie oft misstrauisch und sie widersetzen sich. Ihre Erfahrungen mit der Polizei oder in der Notaufnahme der Krankenhäuser und mit der Wohlfahrt sind meist negativ. Daher setzen sie sich auch so ungern mit Bürokratie auseinander. Heute ist Zahltag. Heute ist für die Menschen, die von der Wohlfahrt leben, und für die Obdachlosen der einzige Tag, an dem sie sich nicht krank fühlen. Deshalb ist viel los und man spürt förmlich die Energie auf der Straße. Der wichtigste Dienst, den die Klinik dieser Gruppe der Gesellschaft erweist, die von HIV und der ständigen Gefahr einer Überdosis bedroht wird, besteht darin, niemanden wegzuschicken. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Jedem stehen unsere Türen offen. Wir verweigern niemandem den Zutritt, denn dann müssten sie sich zwischen Müllcontainern oder allein im Hotelzimmer die Drogen spritzen. Und das ist wirklich unsicher. Ich nahm Heroin, als ich im Gefängnis war. Das war dort viel besser als hier draußen. Hier draußen ist alles anders. Es ist viel schlechter. Insight stellt den Suchtkranken einen sicheren Ort zur Verfügung, an dem sie sich die auf der Straße gekauften Drogen injizieren können. Auf diese Weise wird Sucht als Gesundheitsproblem und nicht als Verbrechen behandelt. Der Grundgedanke dieses neuen Wegs im Umgang mit Drogensucht ist die Überlebenshilfe. Ich heiße Derek Thomas. Ich komme hierher, weil ich seit 3,5 Jahren Opiate nehme. Und in dieser Gegend kann man sich welche besorgen. Ich kam hierher, um mir Drogen zu kaufen. Damals habe ich Heroin ausprobiert. Ein Bekannter hat mir davon vorgeschwärmt und ich habe es als eine Art Medizin benutzt. Und das war's. Beim ersten Mal habe ich nicht über Sucht nachgedacht. Ich hatte nur dieses Wahnsinnsgefühl. Es ließ mich meine Probleme vergessen. Es gab mir in gewisser Weise eine Pause von mir selbst. Aber dann rächt es sich und beißt dir in den Hintern. Ich habe meine Frau verloren. Wir standen uns sehr nahe, waren 16 Jahre zusammen. Sie wurde mir durch einen Autounfall genommen und seitdem nehme ich Heroin. Ich weiß, dass ich selbstmordgefährdet war. Es hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich verstehe, warum es so süchtig macht. Es bringt dir so viel Freude. Ich habe den Faden verloren. Die Frage ist, warum werden manche Menschen abhängig und andere nicht?
Wir glauben, um abhängig zu werden, müssen bestimmte Voraussetzungen im Gehirn gegeben sein, die in den Genen biologisch festgelegt sind. Wenn ein Opioid in die Blutbahn und dann ins Gehirn gelangt, trifft es dort auf bestimmte Rezeptoren, die es aufnehmen und ein Glücksgefühl auslösen. Aber diese Rezeptoren sind nicht bei jedem Menschen gleich. Wir machen oft Witze darüber und sagen, wenn wir 50 Personen ein Wochenende lang in eine Sporthalle stecken und ihnen Heroin injizieren würden, würde die Hälfte von ihnen diese Droge nie wieder nehmen wollen. Die andere Hälfte hätte das beste Wochenende ihres Lebens gehabt und würde danach mehr davon haben wollen. Das wäre die eine Komponente. Aber wir kennen alle die Geschichten von Menschen, die nie Schwierigkeiten mit Drogen hatten, bis etwas in ihrem Leben passiert ist. Sie ließen sich scheiden oder erlitten eine Depression. Es gibt also auch eine psychologische Komponente. Außerdem spielt die äußere Umgebung eine Rolle. Das heißt, wenn alle Komponenten gegeben sind, man aber in einem Teil der Welt lebt, in dem kein Zugang zu Drogen besteht, ist eine Suchterkrankung ausgeschlossen. Es muss das richtige Gehirn, die richtige Zeit und der richtige Ort sein, um eine Suchterkrankung zu erleiden. Der Bedarf einer von Suchtproblemen überschwemmten Gesellschaft wird von einer Drogenpipeline gedeckt, die in einer gänzlich anderen Welt beginnt. Afghanistans Drogennetzwerk breitet sich aus. Das macht die Bemühungen zunichte, dem Opiumhandel den Riegel vorzuschieben. Wir konzentrieren uns auf die großen Fische, die größten und schlimmsten Organisationen des Drogenhandels in der Region um Afghanistan. Es ist unkontrolliertes Territorium. Und die Grenzen sind löchrig. Ein Großteil der Landschaft ist weitläufig und bergig. Es gibt nur Ziegenpfade und es ist schwierig, alle Gebiete abzudecken. Larry Mendoza von der Drogenaufsichtsbehörde hat zwei Aufgaben. Er soll verhindern, dass Drogen nach Amerika gelangen und dass den Taliban Opiumgelder zufließen, mit denen sie den Krieg gegen die USA finanzieren können. Wir wissen nicht, wie viel Geld die Taliban momentan durch Heroinhandel beziehen. Schätzungen reichen von 100 bis zu 500 Millionen Dollar pro Jahr. Es ist auf jeden Fall ein erheblicher Betrag. Sie erhalten dadurch auch Steuergelder und bekommen Unterstützung von der Bevölkerung, für die es die einzige Möglichkeit ist, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist eine wertvolle Ernte und von dem Erlös besorgen sie sich Waffen und organisieren sich. Viele Jahre nach dem ersten Einmarsch in Afghanistan behaupten sich die Taliban immer noch. Den Taktiken der Taliban wäre sogar die größte Militärmaschinerie der Geschichte beinahe unterlegen. Ohne das Heroin wäre das nicht möglich, seien wir ehrlich. Trotz der Anstrengungen der Amerikaner werden immer noch 90% des afghanischen Opiums und Heroins aus dem Land geschmuggelt. Jetzt haben die USA die Alliierten um Unterstützung gebeten, um noch mehr Kontrollposten an den Grenzen von Afghanistan für Anti-Drogen-Operationen aufstellen zu können. Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, das UNODC, ist eine der Hauptorganisationen, die mit den USA in Tadschikistan zusammenarbeiten. Krista Brenneroot wurde von den Vereinten Nationen mit der nahezu unmöglichen Aufgabe betraut,
den Tadschiken beim Verschließen der Opium-Pipeline zu helfen. In einem Milieu voller Korruption soll der Polizeibeamte sicherstellen, dass Schecks unterzeichnet werden und die Gelder der UN auch ihr Ziel erreichen. Wir von der UNODC arbeiten mit den USA und der Europäischen Kommission zusammen, die hier auch an einem Projekt an der Grenze arbeitet. Die Grenze wird also in drei Parteien aufgeteilt, die alle versuchen, so gut es geht und sofern es das Budget erlaubt, die Kontrollposten zu unterstützen und die Außenposten zu verstärken. As good as we can with the funding we have available. Heute macht Brannerud einen seiner regelmäßigen Besuche an einem UN-Kontrollpunkt. Diese Einsatztruppe besteht aus 45 Soldaten, eingeteilt in drei Gruppen. Sie ist eine Aufklärungsgruppe. Sie hält Ausschau nach afghanischen Besuchern, denn das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Dorf von Drogenhändlern besucht worden ist. Wir überprüfen die Verdächtigen. Aber bis jetzt haben wir niemanden verhaftet. Wir können nicht die ganze Grenze kontrollieren. Sie ist 1344 Kilometer lang. Drogen kommen normalerweise aus den zentralen Gebieten in Afghanistan. Sie bringen die Drogen hierher und benutzen diese Route. Sie überqueren den Fluss und gehen dort weiter, in diese Richtung. Gibt es einen Bergpfad? Ja, es gibt noch eine Route, die über einen Pass über zwei Berge nach Kirgisistan führt. Aber wenn Sie hier nach links gehen, kommen Sie nach Dushanbe. Da drüben standen einige Männer mit Maschinengewehren, von denen einer ein besonders großes Maschinengewehr hatte. Afghanen überquerten die Grenze. Sie wurden hier aufgehalten. Dann kam es zu einem Streit und ein Mann wurde einfach erschossen. Als ich am 24. April an der Basis ankam und zum ersten Mal die Grenzwache übernahm, hatte ich überhaupt keine Angst. Es spielt keine Rolle, wo ich eingesetzt werde. Ich werde meine Heimat und meine Eltern beschützen. Sehen Sie? Sie sind fast noch Kinder. Ihr Gehalt liegt zwischen $25 pro Monat und zusätzlich erhalten Sie noch Verpflegung. Für $20 riskieren diese Jungs ihr Leben. Wer würde mit ihnen tauschen wollen? Das frage ich die Leute in Europa immer. Kann dieser Krieg gewonnen werden? Ich bin Optimist. Für mich ist ein Glas immer halb voll und nicht halb leer. Unsere Einsätze haben sich um 116% erhöht und wir haben auch mehr Leute festgenommen. Allmählich locken wir die Drogenhändler aus ihren Verstecken. Wir sind hier mitten im Wirkungskreis der mächtigsten Kriegsherren der Welt. Politischer Wille von höchster Ebene der Regierung ist unerlässlich. Und wir brauchen Leute, die sagen, genug ist genug und die etwas unternehmen.
Amerikas selbstproklamierter Krieg gegen den Drogenhandel begann vor 40 Jahren, als das Land noch einen anderen Krieg führte. Hunderttausende junger Amerikaner wurden einberufen, um die kommunistischen Vietcong zu bekämpfen. Sie fanden bald eine Möglichkeit, dem Stress des Kampfes zu entfliehen. Vietnam wurde mit Haschisch und Heroin aus den Dschungeln von Südostasien regelrecht überflutet. Mehr Soldaten als je zuvor ergaben sich dem Drogenrausch. Bilder wie diese halfen nicht gerade den Bürgern, die Notwendigkeit des Krieges zu erklären. Der Drogenkonsum unter amerikanischen Soldaten war so hoch, dass der Kongress wegen des inzwischen landesweiten Skandals eine Anhörung einberief. We don't know how many U.S. military members in Vietnam use heroin and other drugs. By the most conservative estimate of the heroin use rate in Vietnam, one must conclude that altogether too many of our military men are using it. In Südostasien galt Vietnam damals als Goldader für jeden, der Drogen kaufen wollte. 1971 schätzten Militärärzte die Zahl der Heroinkonsumenten beim amerikanischen Militär auf 35.000. Ein neuer Drogenmarkt entstand. Der Krieg in Vietnam war entscheidend für die Verbreitung des Heroinkonsums in den USA, aber auch in Australien, Thailand und den Philippinen. Überall dort, wo die amerikanischen Soldaten in ihrer Freizeit hingingen. Aufgrund des unkontrollierten Marktes wurde Heroin in Teilen Südostasiens regelrecht zu einem Phänomen und die amerikanischen GIs verlangten danach. Nicht nur amerikanische GIs suchten den Rausch. In den USA stieg der Konsum von Drogen dramatisch an. Schon bald schrieben sich die höchstrangigen Politiker des Landes den unerbittlichen Kampf gegen die Drogen auf die Fahnen. This is one area where we cannot have budget cuts, because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Das Thema war eine willkommene Ablenkung von einem Krieg, der bei der Bevölkerung zunehmend auf Ablehnung stieß. 1972 gründete Präsident Richard Nixon die Drogenaufsichtsbehörde DEA, eine gigantische neue Einrichtung mit 3000 Angestellten und einem Budget von 65 Millionen Dollar. Die DEA wurde als heimische Lösung für ein fremdes Problem dargestellt. Sie sollte ausschlaggebend das Vertrauen der Amerikaner in den Kampf der Regierung gegen die Drogen begründen. Doch die Bürger wussten nicht, dass die amerikanischen Verbündeten in Südostasien die Hauptlieferanten des Heroins waren, das auf Amerikas Straßen verkauft wurde, und dass dieser Verkauf von der Regierung und dem Geheimdienst geduldet wurde. Die Rauschgifthändler wussten, das Beste, was sie tun konnten, war, auf den Zug aufzuspringen und sich Immunität gegenüber der CIA zu sichern. Ich begegnete einmal einem hochrangigen Mitglied der Antidrogenbehörde im Nahen Osten. Und er sagte, das Problem war, dass plötzlich alle Drogenbosse, gegen die ich eigentlich ankämpfte, für die CIA arbeiteten. Es war also ein globales Problem. Am Ende stellte der Krieg gegen den Kommunismus den Kampf gegen Drogen in den Schatten. Doch innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Antidrogenpolitik in Nordamerika, die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Ich mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige.
My baby, 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 baby. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. Ich stecke fest, ich komme nicht mehr vorwärts. Nach zwei erfolglosen Versuchen bereitet sich Derek auf eine weitere Entzugstherapie in der Inside-Klinik vor. Wir machen kurz den Papierkram. Gut. Dann treffen wir eine Krankenschwester. Gut. Sie überprüft die Lebensfunktionen und all das, aber jetzt reden wir erstmal über den Entzug. Ich glaube, ein Drogensüchtiger will immer aufhören. Der Gedanke ist immer präsent. Man denkt, vielleicht wird es morgen anders. Aber es kommt nur darauf an, es zu tun. Es tun zu wollen, das ist der Unterschied. Du wirst 7 bis 10 Tage auf der zweiten Etage verbringen. Solange du dort oben bist, musst du da auch bleiben. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, kannst du mit den Pflegern sprechen und sie geben dir eine Aufgabe. Du wirst einen Arzt und eine Krankenschwester haben und sie werden mit dir über den Entzug und die Behandlung reden. Du hast dein eigenes Zimmer mit Bad und Dusche. Das ist doch super, oder? Ich habe eine Bitte. Wenn möglich, hätte ich gern ein Zimmer mit Badewanne. Wir sehen mal, welche Zimmer noch frei sind. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht... Wenn etwas frei ist, würde ich 10-mal pro Tag baden. Mir wird immer so kalt. Während du hier bist, kannst du auch mit Therapeuten sprechen. Emma und Irene sind da. Mit denen kann man gut reden. Sie können dir verschiedene Möglichkeiten aufzeigen und dir erklären, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn du eine Strategie entwickeln willst, ist das gut. Es kommt vor allem darauf an, welche Ergebnisse du haben willst. Du wirst davon loskommen. Hab keine Angst, entspann dich. Nimm dir eine Woche Auszeit. Kein Druck, Druck hilft nicht. Jetzt frühstücke und dann gehen wir zur Krankenschwester. Gut. Ich will nur eine rauchen, damit ich mich entspannen kann. Sie können eine Atempause einlegen. Es dauert nur eine Sekunde. Aber man weiß nie, wie es ihnen danach geht. Manchen wird klar, dass sie es schaffen können und sie wollen danach eine Behandlung machen und ihr Leben neu aufbauen. Andere wollen von der Straße weg, um über ihr Leben nachzudenken, sich auszukurieren, in sauberen Betten zu schlafen, regelmäßig zu essen und zum Arzt zu gehen. Es ist auf jeden Fall eine wichtige Zeit. Ich will es besiegen, es ist schwierig. Und es macht mir Angst. Ramesh Bhattacharjee führt sein Team weiter ins Zentrum des abgelegenen Gebiets Arunachal Pradesh, um den plötzlichen Anstieg des Opiumanbaus zu dokumentieren. Bei Bhattacharjees letztem Besuch vor 7 Jahren lagen die meisten Mohnfelder noch oben auf den Hügeln und konnten nicht eingesehen werden. Jetzt sind sie überall. Es ist schockierend zu sehen, wie ungeniert sie den Mohn anbauen. Das habe ich noch nie gesehen. Die Felder liegen näher an der Stadt, sind einfacher zu bewirtschaften und liefern höhere Erträge. Man bekommt es überall. Man geht einfach in einen Laden oder zu einem Verkäufer und sie bringen dich zu den Verkaufsstellen.
Die Erträge übersteigen bereits den Eigenbedarf. Und jetzt werden sie Heroin und andere Produkte daraus herstellen. Der beste Markt dafür ist im Westen, wo man am meisten dafür zahlt. Die Regierung weiß natürlich, was hier vorgeht. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber sie sieht darüber hinweg. Man könnte es auch betrügerische Absprache nennen. Wie viele Menschen haben Sie letztes Jahr festgenommen? Letztes Jahr haben wir niemanden festgenommen. Aber wir sind auch nicht blind. Wir wollen die Menschen umerziehen. Mit unserer Kampagne wollen wir ein Umdenken bewirken, damit sie sich auf den Anbau anderer Pflanzen spezialisieren, die ihnen auf lange Sicht auch einen sicheren Lebensunterhalt gewährleisten können. Vor einer Weile schickte die Vollzugsbehörde ihre Leute, aber es gab starke Proteste der Dorfbewohner. Mit Gewalt lässt sich hier nichts erreichen. Dieser Ort steht symbolisch für das, was in Südostasien vorgeht. Der Opiumanbau wird nicht überwacht. Das ist Fakt, trotz der Berichte der UN und anderer Organisationen. Es gibt keine Kontrollen. Und daher wird sich der Markt unaufhaltsam ausdehnen. Der Profit ist enorm. Der Anbau der Pflanze kostet kaum etwas und ihr Ertrag ist um ein Vielfaches mehr wert als die gleiche Menge Gold. Hier herrscht das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Die Menschen wollen Opium und Heroin und solange der Markt besteht, wird man einen Weg finden, den Stoff zu produzieren. Wir nennen das auch den Ballon-Effekt. Wenn man die Produktion in einem Land unterdrückt, wird sie sich in einem anderen Land wieder aufblähen. Diesem Muster folgt die Opiumproduktion schon seit Jahrzehnten. Am Ende der 70er Jahre verlagerte sich der Kalte Krieg von Vietnam nach Afghanistan und der Opiumhandel zog mit. Die Sowjets waren in Afghanistan einmarschiert, um die Kontrolle über die Regierung in Kabul zu bekommen. Die USA reagierten darauf, indem sie den Widerstandskämpfern der Mujahideen Unterstützung durch die CIA zukommen ließen. US-Sicherheitsberater Zbigniew Brzezinski unterstützte die Sache vor Ort. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. Ein Großteil der Gelder in der Kriegskasse der Mujahideen entstammte dem Opiumhandel. In nur wenigen Jahren löste Afghanistan Südostasien als weltgrößten Opiumproduzenten ab. Wieder sah die CIA weg, als Amerikas neue Verbündete den Drogenhandel ankurbelten. Das Erstaunliche ist, dass sie bei der Besetzung Afghanistans bereits Erfahrung im Umgang mit Drogenhändlern hatten. Sie kannten die Situation genau. Doch alles wiederholte sich genau wie damals. Und das hatte fürchterliche Konsequenzen für Amerika. 1979 erreichte fast keine Heroinlieferung aus dem sogenannten Goldenen Halbmond, dem afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, die USA. 1980 kamen laut der Statistiken bereits 60% des Heroins von dort nach Amerika. Was coming from that area. Die US-Regierung unterstützte diejenigen, die das Land mit Drogen überfluteten und setzte gleichzeitig mit aller Macht den Krieg gegen Drogen im eigenen Land fort.
20 Jahre später, nach dem 11. September, kamen die Amerikaner wieder nach Afghanistan, um das anti-westliche Taliban-Regime zu stürzen. Dazu verpflichtete die USA erneut Verbündete aus der Region, die mit dem Drogenhandel ihre Operationen finanzierten. Die Kriegsherren waren nun die Verbündeten. Woher kamen wohl ihre Gelder? Es konnte ja nicht alles aus Amerika kommen. Es ist dasselbe Schema wie schon vor 1996. Es war der Mohn. Das ist der einzige Exportmarkt, den es dort gibt. Die Amerikaner duldeten 2001, 2002 den Anbau von Mohn, weil ihre Verbündeten das Geld brauchten. Und dann wurde Mohn wieder nach Amerika exportiert. Die amerikanischen Verbündeten waren wieder im Drogengeschäft. Doch der Präsident ließ sich nichts anmerken. The United States and our allies will help President Karzai reverse the increase in poppy cultivation. This is a direct threat to a free future for Afghanistan. One way to deal with the drug problem is for there to be kind of pushback to the drug dealers. And a good way to push back on the drug dealers is convict them and send them to prison. In Wirklichkeit schlug jeder Versuch, den Drogenfluss aus Afghanistan einzudämmen, fehl. Seit der Rückkehr der Amerikaner 2001 stieg der Umsatz bei der Opiumernte um 200% auf schätzungsweise 50 Milliarden Dollar an. Wenn man die Drogenproduktion nicht stoppen kann, und das kann Amerika nicht, dann bleibt ihnen nur, diesen profitablen Markt in die Hände von nichtstaatlichen Händlern zu legen und so jegliche Kontrolle über das Geld zu verlieren. Wenn es das ist, was Sie wollen, sind Sie auf dem richtigen Weg. Dann sollten Sie genauso weitermachen. Aber dann werden Sie den Krieg in Afghanistan nicht gewinnen und keinen Einfluss auf die Produktion, Distribution und den Konsum von Rauschmitteln in der westlichen Welt oder anderswo haben. Solange man die Produktion dieses Stoffes kriminalisiert, macht man das Produkt nur umso profitabler. Bei Drogen geht es um Geld. Geld treibt den Handel an. Es ist überall. Es geht um die Erfüllung außenpolitischer Ziele und nicht darum, die Jugend auf der Straße vor Drogen zu beschützen. Wenn Sie das wirklich wollten, würden Sie sich fragen, warum Sie Drogen nehmen, was Sie dazu treibt, Drogen zu nehmen. Willkommen beim Entzugsprogramm von Insight. Du wirst 7 bis 14 Tage hier sein. Frühstück ist um 9, Mittagessen um 12.45 Uhr und Abendessen um 17.30 Uhr. Die Übelkeit ist das eine und das ist kein Vergnügen. Und dann sind da die Gedanken. Man weiß nie, was alles aufkeimen wird, bis man es durchgemacht hat und wieder clean ist. Es kann alles Mögliche sein, ernstere oder auch nicht so ernste Sachen. Aber es wird vieles an die Oberfläche kommen, weil man sich mit nichts auseinandersetzt, wenn man die Droge nimmt. Sie stoppt die Entwicklung, man stellt nie etwas in Frage. Aber die Zeit läuft weiter und man muss sich damit auseinandersetzen. Dr. Gábor Matés Einstellung zu Suchtproblemen basiert auf mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Heroinabhängigen wie Derek Thomas. Meine Patienten sind stark drogenabhängig. Im Leben der Suchtkranken und besonders hier in Downtown Eastside gibt es meistens einen Vorfall von Missbrauch in deren Kindheit. Oder sie tragen ein schweres Trauma oder eine Last mit sich herum. Die Sucht ist ein Weg, dieses Trauma, die Depression oder den Stress zu lindern. Die Droge erfüllt also einen bestimmten Zweck im Leben eines Abhängigen. Das gilt auch für alle anderen Drogen. Die Kriminalisierung der Sucht in unserem Rechtssystem ist kriminell. Ein kriminelles Rechtssystem ist der richtige Ausdruck dafür, denn es traumatisiert die Menschen,
denen bereits unvorstellbare Schmerzen zugefügt wurden, noch mehr. You say you've never been so alone in your whole life? No, I've had that aloneness before. Aloneness? Where I felt really alone, yeah. When I was a child. Okay. I can remember. Okay. And tell me about that. Mom passed away when I was 7. Okay. And where did she die? Dad did. Where did she die? Sleeping pills and Jack Daniels. Okay, so she overdosed? Yes. Okay, and your dad? And my dad shut off from then. Until I was 12, like, no conversation, and went to work, went to the club, came home, so I really didn't see him much. And do you see any similarities between how you felt as a 7-year-old when your mother died? Yes, there are similarities. And how you felt when your wife died? Yeah. Okay. Yeah, there are similarities. I'm emotionally shut off. Yeah. Okay. From what I want the most, I'm emotionally shut off from it. I have everything else. I have people I can chat with, who I feel comfortable with. What is it that you most want? I'm sorry. Well, I want to get over this loss. That keeps surfacing, and you know, what does one want? I want to fall in love again. Mm-hmm. To be honest with you, mm-hmm. That's what I'm on. I miss. Früher waren die jungen Menschen dagegen. Heute sind alle viel toleranter. Es ist alles organisierter. Wir wissen nicht, wem sie die Drogen verkaufen. Aber wahrscheinlich bringen sie sie ins Flachland, wo sie viel bessere Preise erzielen können. Der Bestand hat sich seit 2001 immens erhöht. Er hat sich bestimmt vertausendfacht. Wir beten zu Gott, dass wir eine gute Ernte haben. Opium ist das Lebensbrot für unsere Gemeinde. Es ist alles für uns. Ohne Opium gäbe es für uns kein Leben. Wir verkaufen es, um uns Häuser zu bauen, um unsere Familien zu ernähren und Vieh zu kaufen. Es gibt keine andere Einkommensquelle. Wenn uns die Regierung die Möglichkeit nähme, Opium anzubauen und zu verkaufen, wäre das nicht gut. Es würde uns sehr schaden und könnte schnell zu Gewalt führen. Je mehr Opium produziert wird, desto stärker steigt die Anzahl der Abhängigen. Viele Neuankömmlinge, die hier nach Arbeit suchten, als sich die Region allmählich entwickelte, haben ebenfalls den Mohn entdeckt. Menschen wie Gastwirt Bisharma. Ich denke daran aufzuhören, aber ich kann nicht. Jeder ist anders. Manche sterben an übermäßigem Opiumkonsum, manche werden so abhängig, dass sie kein Geld mehr für Essen haben. Ich nehme gar nicht so viel, nur morgens und abends. Wie viel Geld geben Sie für Opium aus? Ungefähr 700 bis 800 Rupien, circa 12 Euro pro Monat. Und wie viel verdienen Sie? Ich komme gut über die Runden. Ich meine, was soll ich machen? Es ist eben so. Ramesh Bhattacharji stellt die früheren Methoden der Drogenvernichtung in Frage, die er damals als Indiens Drogenbeauftragter anwandte. Ich war zum letzten Mal vor 7 Jahren hier und damals war nicht mehr viel übrig. Denn jedes Jahr, wenn wir hierher kamen, zerstörten wir die Felder und versuchten, Alternativprojekte zu entwickeln.
and trying to have some other alternative development projects going. Now they have, you know, diese Bäume sind ausgewachsen und sie tragen Früchte, aber dafür bekommen sie nicht genug Geld. Nur wenn sie Mohn anbauen, können sie ihren Lebensunterhalt sichern. Oh, look at this. How steep this is. Mit dem Anbau von Opium verdienen die Farmer 20 bis 30 Mal so viel wie mit herkömmlichen Anbaupflanzen. Dieses Land gehört jemandem, diesem Herrn dort. Und er sagt, wegen des Opiums kann er sich Reis leisten. Das ganze Vermögen dieser Familie, wenn man es so nennen will, stammt vom Opiumhandel. Und sie konsumieren es auch. Sie wollen aufhören, haben aber keine Medikamente. Wenn man sich nur auf die Bestrafung beschränkt, bräuchte man Tausende von Truppen, Hubschrauberüberwachung, Satellitenbilder und Tausende von Männern, um den Anbau zu vernichten. Und dann wären diese Menschen noch ärmer als vorher. Es würde sie zurückwerfen. Es ist frustrierend, weil keiner darüber nachdenkt, wie man das Problem in den Griff kriegen kann. Bestrafung ist nicht die Lösung. Es muss etwas anderes geben, etwas Humaneres. Heute verkehren viele Luxuslimousinen in den Straßen von Dushanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan. Das ärmste Land Asiens wird von den Profiten aus dem Drogenhandel überflutet. Nach dem Kollaps der Sowjetunion verbündeten sich tadschikische Banden und ehemalige sowjetische Soldaten, um den Drogenhandel in der Region zu verbreiten. You have all sorts of linkages between the former occupiers. Es gibt alle möglichen Verbindungen zwischen den früheren Besatzern und dem Drogenhandel. Als das Militär den Kollaps der Sowjetunion kommen sah, denn die Generäle konnten die Soldaten nicht mehr bezahlen, mussten sie auf andere Weise Geld verdienen. Die russische Armee war der Hauptexporteur des Heroins aus Afghanistan in Länder wie Tadschikistan. Das Exportgut wurde dann von Dushanbe nach Moskau geflogen. Dadurch wurde Tadschikistan sehr schnell und von Grund auf kriminalisiert. Nachdem Tadschikistan 70 Jahre lang ein abgelegener Außenposten der Sowjetunion gewesen war, ist das Land nun durch das riesige Netzwerk des Drogenhandels mit Moskau verbunden, von wo aus es sich nach Europa und den Rest der Welt ausdehnt. Das Geld des Drogenhandels prägt hier das Leben. Vom korrupten Polizisten bis zum Kleinstadtbürokraten, von afghanischen Schmugglern bis zu betrügerischen Regierungsbeamten. Dennoch versucht die Drogenaufsichtsbehörde weiterhin, den Verkehr von Opium und Heroin zu unterbinden. Die Hauptaufgabe der Spezialeinheit ist es, materielle und technische Unterstützung zu leisten, wenn Festnahmen von Drogenhändlern stattfinden. Es ist ein internationales Problem. Aber die Anzahl der Leute, die hier auf nationaler Ebene in der Behörde arbeiten, reicht meiner Meinung nach nicht aus. Tadschikistans Drogenaufsichtsbehörde hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 Heroin im Wert von 275 Millionen Dollar beschlagnahmt. Aber das ist nur ein Bruchteil der Drogenmengen, die über Moskau in den Rest der Welt fließen.
Die Mitarbeiter der Drogenaufsichtsbehörde sind eingetroffen, um beschlagnahmte Drogen rituell zu vernichten. Bei einer Menge von mehreren hundert Kilo an Rauschmitteln besteht keine Gefahr, dass das Feuer heute erlischt. Millionen Dollar lösen sich in Rauch auf. Dieses Spektakel zieht viele Zuschauer an, darunter die lokalen Vertreter der amerikanischen Drogenbehörde, die den Stoff begutachten, aus dem die Amerikaner eine solide Rendite erwirtschaften. Zu diesem Drahtseilakt der Drogenbekämpfung in Tadschikistan gehört es, zwar Erfolge zu erzielen, aber nur, solange diese die Interessen der Mächtigen nicht gefährden. Es wurde viel berichtet über das Ausmaß an Korruption innerhalb der Regierung. Was kann man dagegen tun? Ich bin nicht in der Regierung. Ich kann schlecht beurteilen, wie hoch der Grad der Korruption ist. Laut der Statistiken der Vereinten Nationen werden 40% von Tadschikistans Wirtschaft durch Drogen finanziert. Ich würde nicht sagen, dass 40% der tadschikischen Wirtschaft aus dem Drogengeschäft erwachsen. Ich habe nirgends derartige Statistiken gesehen. Das kann nicht stimmen. Was die Korruption innerhalb der Behörde angeht, kann ich sagen, dass in den 10 Jahren, in denen ich hier arbeite, 7 ehemalige Angestellte wegen Korruption verurteilt und bestraft worden sind. Das sind ziemlich viele. Ich denke, die Armut hat sie dazu getrieben, diese Verbrechen zu begehen. Im Grenzgebiet von Afghanistan stellt Krista Brannerud nun einige Grundannahmen bezüglich des Krieges gegen den Drogenhandel in Frage. Die Opiumproduktion ist ein gewaltiges Problem. Aber ich bin nicht derjenige, der dieses Problem lösen kann. Die ganzen Meetings in Europa, zu denen ich gehe, machen mich wütend. Sie sitzen da und schieben immer den anderen die Schuld zu und streiten sich. Aber was passiert hier? In Europa leben sie in einem sicheren Umfeld und verdienen gut. Es gibt dort eine Infrastruktur und Schulen. Sie haben alles. Sie geben den Leuten von hier die Schuld. Aber diese Menschen verdienen nichts. Das einzige Einkommen für Hunderttausende von Menschen aus dieser Region stammt aus dem Drogenhandel. Solange wir die Suchtprobleme bei uns nicht in den Griff kriegen, sollten wir vorsichtiger mit unserer Kritik sein. Solange die Nachfrage nach Heroin so groß ist, nicht nur im Westen, sondern auch in China, Südostasien, im Pazifikraum und Japan. Solange wir selbst damit nicht umgehen können, sollten wir uns in unserer Kritik etwas zügeln. Son, I'm Dr. Joe. Hi, how are you? Good, how are you? Okay. So now you've come up here to detox to essentially try to reverse. I'm quite tired of it. Bored. Mm-hmm.
I thought the easy part would be, or the hard part would be the first couple of weeks, and then if you do that, you got it beat. Well, that's probably not how it appears to work. What are the things that you would like to do that would be different to the first two times? Oh, it's such a difficult. Gabor Maté ist enttäuscht, dass die Klinik Insight mit ihrem Programm der Überlebenshilfe so wenig Unterstützung erhält. Die Regierung von Kanada hat zweimal versucht, die Klinik per Gesetz zu schließen. Warum das so kontrovers sein soll, ist schwer zu begreifen. Die Leute denken immer, wir verhätscheln sie und unterstützen ihre Sucht. Aber das stimmt nicht. Die Sucht ist auf jeden Fall da. Wir versuchen nur, das Leid zu mindern. Wenn ein Raucher mit einer Bronchitis zu mir käme und ich ihm ein Antibiotikum oder einen Inhalator verschreiben würde, würde ich auch nicht seine Sucht behandeln. Dann könnte man auch unterstellen, man würde seine Sucht unterstützen. Aber als Arzt würde ich seine Bronchitis behandeln. Ich würde ihm einen Inhalator geben, um die Entzündung zu lindern, oder Antibiotika, um die Infektion einzudämmen. Danach kann der Patient weiter rauchen, wenn er das möchte. Leidminderung ist in der Medizin kein Neuland. Sie wird ständig angewandt. Aber aus irgendeinem Grund sehen die Leute gleich rot, wenn sie nur das Wort Sucht hören. Now look, the emotions that come up for you are painful, but let me tell you something. These are the emotions that you've tried not to feel all your life. Okay? In other words, the drugs that you've been using have been all about just trying not to feel terrible. Okay. I'm suggesting that that's because in your early experience, nothing good ever lasted. Diese Menschen leiden unter ihrer Sucht. Sie leiden aber auch an psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen, Sozialphobien oder ADHS. Vor allem die Heroinkonsumenten haben alle ein tiefes Trauma. Und genau die schickt man ins Gefängnis. Ich glaube nicht, dass ich viele Menschen von ihrer Sucht heilen kann. Und zwar deswegen, weil es keine Unterstützung gibt. Es müsste mehr Plätze in Entzugskliniken geben, die Toleranz müsste steigen und wir bräuchten Hilfe, um die Patienten erfolgreich reintegrieren zu können. Aber das geschieht nicht über Nacht. Nur wenige Menschen haben über Nacht eine Erleuchtung. In den meisten Fällen ist das harte Arbeit. Und die Menschen brauchen viel Mitgefühl und Unterstützung. Wenn wir also nicht so viele Erfolge in Downtown Eastside erzielen, liegt es daran, dass uns das System nicht unterstützt. Ramesh Bhattacharjis Suche nach einem neuen Weg bei der Drogen- und Suchtbekämpfung führte ihn nach Portugal. Denn in Sachen Überlebenshilfe ist Portugal weltweit führend. Ich habe gehört, dass Portugal in den 90er Jahren ein großes Problem mit Drogensucht und HIV-Erkrankungen hatte. Größer als im restlichen Europa. Sie beschlossen, sich dem Problem zu stellen und betrachteten es von nun an nicht mehr als Verbrechen, sondern als Krankheit und als Behinderung. Überall auf der Welt hat man darüber nachgedacht, aber keine Regierung hatte je den Mut, eine so weitreichende Reform in Kraft zu setzen. Vor 10 Jahren nahm die Regierung den Rat der Spezialisten an, Drogen nicht pauschal zu kriminalisieren. Obwohl sich die USA dagegen aussprachen, schaffte zum ersten Mal in der Geschichte eine Regierung Gefängnisaufenthalte als Strafe für Drogenmissbrauch ab. Die Gelder, die vorher der Polizei zukamen, flossen in ein Sozialprojekt, mit dessen Hilfe Suchtkranke wieder ins Gesundheitssystem integriert werden sollten. Viele der Mitarbeiter waren früher selbst drogenabhängig. Ich habe mit 32 aufgehört, Drogen zu nehmen.
Mit 32? Ja. Das heißt, du hast 19 Jahre lang Drogen genommen? Ruy Reis wuchs in den USA auf, wurde aber wegen Beschaffungskriminalität im Jahr 2000 nach Portugal abgeschoben. Ich wuchs in der Stadt Boston, Massachusetts auf. Wenn man dort mit einer Spritze entdeckt wurde, bekam man automatisch ein Jahr. Dort gab es keine Programme zum Wechseln der Nadeln. In Amerika wird man ins Gefängnis gesteckt, nur wenn man eine Pfeife oder irgendwas dabei hat, mit dem man Drogen oder Alkohol konsumieren kann. In Portugal wird niemand eingesperrt, wenn er mit einer Pfeife, einer Spritze oder einer kleinen Menge Drogen erwischt wird. Und in Portugal hast du deine Sucht überwunden? Ja, genau. In Portugal beschäftigt man sich mit den Problemen. Die Akzeptanz ist größer. In den USA passiert alles im Verborgenen. Hier in Portugal ist alles viel sichtbarer. Man sieht hin und man handelt. Die Leute erkennen dein Problem und wollen helfen. Sie wollen dir den richtigen Weg zeigen. Man muss tief ins Innere der Person blicken, herausfinden, warum sie so geworden ist. Das ist viel Arbeit. In diesem verlassenen Kaufhaus übernachtet vielleicht die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen. Manche kommen hierher, um sich Drogen zu spritzen. Aber eigentlich müssten sie hier gar nicht übernachten. Daran sieht man, was für eine Lebenseinstellung sie haben. Denn sie geben sich völlig auf und denken, sie sind frei. Wenn sie hier sind, fühlen sie sich frei. Manchmal erkennen sie nicht mal, dass sie ein Problem haben. Dürfen Sie sie nicht verhaften? Doch, wenn etwas nicht stimmt, können Sie sie verhaften. Aber Sie können sie nicht dazu bringen, ihr Leben zu ändern. Ja, und da können Sie ansetzen. Ja, es gibt Menschen, die sich nicht ändern wollen und andere, die es wollen. Heute holen wir einen von Ihnen, Sudafi, ab. Er möchte in eines unserer Hilfszentren gebracht werden. Wirklich? Das ist ein großer Erfolg. Ja, er hat den ganzen Prozess durchlaufen. Er ist schon dort drüben, beim Bus. Nach dem Mittagessen nehmen wir ihn mit zu uns und dann nimmt er am Hilfsprogramm teil. Wer beim Drogenkonsum ertappt wird, muss sich einer Anhörung stellen, bei der zunächst die Schwere des Problems geklärt und anschließend ein Behandlungsplan aufgestellt wird. O Luís já esteve a falar com o nosso técnico, já sabe porque é que está aqui hoje, certo? Wenn man mit Drogen auf der Straße von der Polizei aufgegriffen wird und man nur geringe Mengen für den eigenen Bedarf bis zu 10 Tagen bei sich hat, verfasst die Polizei einen Bericht, den sie dann zu unserer Kommission schickt. Der Vorfall wird dann nur als eine Art sozialer Verstoß behandelt. Es gibt Strafen und Sanktionen, die diesen Menschen auferlegt werden können, aber darunter sind keine Gefängnisstrafen. Luís, isto é então a ata da audição. É o resumo desta conversa que nós tivemos aqui agora. É para ler, tem de um lado e do outro. Se estiver tudo bem, depois assina-me aqui em baixo onde diz o indiciado. Se vir alguma coisa que esteja mal, diga que a gente também corrige. Wir haben ihm keine Auflagen erteilt, weil es das erste Mal war. Und laut Gesetz müssen wir das tun. Es gilt sozusagen als erste Warnung. Für geschätzte 38.000 Suchtkranke gibt es in Portugal 74 von der Regierung betriebene Behandlungszentren. Alle sind kostenlos und werden von den Patienten sehr gelobt. Es ist ein umstrittenes Programm, aber nach 10 Jahren kann Portugal beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Jetzt haben wir Daten, die wir mit Ihnen teilen können. Und ich kann sagen, dass die Probleme in unserer Gesellschaft seitdem eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Nach nur 4 Jahren der Entkriminalisierung stieg die Anzahl der Suchtkranken, die sich in Behandlung begaben, um mehr als 100%.
während die Anzahl der Todesfälle aufgrund des Missbrauchs von Opiaten um die Hälfte zurückging. Der Drogenmissbrauch bei Jugendlichen nahm allgemein ab. Als damals der Beschluss gefasst wurde, befürchtete man, Portugal würde zu einem Paradies für Drogenabhängige aus der ganzen Welt werden. Viele dachten, dass es zu einer Art Drogentourismus kommen und der Drogenkonsum ansteigen würde. Aber jetzt, 10 Jahre danach, können wir belegen, dass das nicht stimmt. Was halten Sie von der Praxis Nordamerikas, vor allem den USA, jeden ins Gefängnis zu stecken? Wenn jemand straffällig geworden ist, ist die Heilung, die Chance auf ein normales Leben und die Arbeitssuche viel schwieriger. Wir sind der Meinung, dass Drogenpatienten keine Patienten zweiter Klasse sind. Sie verdienen die beste Behandlung, die wir bieten können. Es beeindruckt mich, wie reibungslos dieses System funktioniert. Ich hätte gedacht, dass es viel mehr Komplikationen gibt. Nach dem, was ich bisher gesehen und von den Leuten gehört habe, die dieses Programm leiten, bin ich sehr optimistisch. Ich kann verstehen, warum viele Vertreter anderer Länder anfangs skeptisch waren. Sie sind sogar jetzt noch höhnisch und voller Zweifel. Aber die Zahlen sprechen für sich. Es ist an der Zeit, dass wir von diesen Erfahrungen hier lernen. Wir können es nicht weiter ignorieren, besonders dann nicht, wenn die jahrzehntelange Praxis des Strafvollzugs fehlgeschlagen ist. Im Gegensatz zu Portugal halten die USA weiterhin am rigiden Strafvollzug bei Drogenabhängigen fest. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Amerikaner auf den Krieg gegen die Drogen eingeschworen haben. Sie haben sich selbst in eine Sackgasse manövriert, von der aus sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Aber ihre Gesetzgebung mit den immer gleichen Phrasen sieht nicht vor, diesen Kampf aufzugeben. Sie sollten endlich damit aufhören. Warum stecken Sie diese Menschen ins Gefängnis? Gewinnen Sie dann? Wie lange machen Sie das schon? Seit 40 Jahren. Und hat sich irgendetwas geändert? Seit 1971 sind die Ausgaben für die Drogenbekämpfung drastisch gestiegen. Das Jahresbudget der DEA liegt heute bereits bei 2,6 Milliarden Dollar. 2009 wurden in Amerika fast 2 Millionen Menschen wegen Drogendelikten verhaftet. Einer alle 18 Sekunden. Die Drogenpolitik hat auf ganzer Linie versagt. Drogen werden immer noch konsumiert und die Politiker verschlimmern die Situation der Menschen sogar noch. Sie fördern Korruption, verschwenden Ressourcen, stopfen Gefängnisse voll und schränken die Bürgerrechte und die Freiheit der Menschen ein, die nichts mit Drogen zu tun haben. Wir wissen nur, dass das, was wir tun, das Problem nicht löst, sondern nur Schaden anrichtet. Es muss also andere Optionen geben, die nützlicher sind als die Methoden, die momentan angewandt werden. Es gibt Machthaber mit politischen und wirtschaftlichen Interessen auf der ganzen Welt, die dafür sorgen, dass die Situation genauso beibehalten wird. Das hat nichts damit zu tun, Suchtprobleme lösen zu wollen. Wenn ich im großen Stil mit Drogen handeln wollte und ich ein System bräuchte, das mir langfristigen Profit verspricht, würde ich genau das System schaffen, das wir jetzt haben. Ich habe es nur 2 oder 3 Tage ausgehalten. Waren es wirklich 3 Tage? Nur einer? Es war also nur ein Tag. Nach einem Tag musste ich raus und hielt es nicht mehr aus. Mir ging sehr viel im Kopf herum. Ja, ich habe meine Chance vertan. We're
Aber clean zu werden hat für mich oberste Priorität. Ich fühle es. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche oder nächsten Monat sein wird, aber ich weiß, dass es nicht erst in 1, 2 oder 3 Jahren sein wird. Es wird in nächster Zeit passieren. Ich fühle, dass es an der Zeit ist. Ich werde nicht jünger, so viel ist sicher. Gleich haben wir wieder eine Gedenkfeier für 3 Menschen von hier. Das kommt häufig vor. Es gibt kein Muster und keinen Zeitplan für den Tod. Es passiert einfach. Und manchmal sterben mehrere auf einmal. Das ist das Risiko der Leute, die hier leben. Sehen wir den Tatsachen ins Auge. Es geht um Leben und Tod. Unsere Geschichte beginnt auf der anderen Seite der Erde mit einer Pflanze, die gleichzeitig Fluch und Segen ist. Die Farmer in Afghanistan bringen die Opiumernte der Saison ein. Von diesen Feldern stammen 92% des weltweiten illegalen Opiumbestands. Von hier aus wird die Welt mit Heroin versorgt. Für die Bauern Afghanistans ist es eine Überlebensstrategie in einer außerordentlichen Härtezeit. Der Handel mit Opium finanzierte den fast 3 Jahrzehnte andauernden Krieg in und um Afghanistan.
Die 1300 Kilometer lange Grenze entlang des Flusses Pjansch ist ein löchriger Grenzstreifen. Er trennt die Opiummondfelder Afghanistans von den höchst lukrativen Drogenmärkten Europas und Nordamerikas. Es ist ein Ort, an dem kaum ein Gesetz greift. Während der von den USA geführte Krieg in Afghanistan weitergeht, ist diese Grenze im Kampf gegen den Drogenhandel zu einer Art zweiter Kriegsfront geworden. Die angespannten tadschikischen Grenzwächter. Dann bleibt ihnen nur, diesen profitablen Markt in die Hände von nichtstaatlichen Händlern zu legen und so jegliche Kontrolle über das Geld zu verlieren. Wenn es das ist, was sie wollen, sind sie auf dem richtigen Weg. Dann sollten sie genauso weitermachen. Aber dann werden sie den Krieg in Afghanistan nicht gewinnen und keinen Einfluss auf die Produktion, Distribution und den Konsum von Rauschmitteln in der westlichen Welt oder anderswo haben. Solange man die Produktion dieses Stoffes kriminalisiert, macht man das Produkt nur umso profitabler. Bei Drogen geht es um Geld. Geld treibt den Handel an. Es ist überall. Es geht um die Erfüllung außenpolitischer Ziele und nicht darum, die Jugend auf der Straße vor Drogen zu beschützen. Wenn sie das wirklich wollten, würden sie sich fragen, warum sie Drogen nehmen, was sie dazu treibt, Drogen zu nehmen. Willkommen beim Entzugsprogramm von Insight. Du wirst 7 bis 14 Tage hier sein. Frühstück ist um 9, Mittagessen um 12.45 Uhr und Abendessen um 17.30 Uhr. Die Übelkeit ist das eine und das ist kein Vergnügen. Und dann sind da die Gedanken. Man weiß nie, was alles aufkeimen wird, bis man es durchgemacht hat und wieder clean ist. Es kann alles Mögliche sein, ernstere oder auch nicht so ernste Sachen. Aber es wird vieles an die Oberfläche kommen, weil man sich mit nichts auseinandersetzt, wenn man die Droge nimmt. Sie stoppt die Entwicklung, man stellt nie etwas in Frage. Aber die Zeit läuft weiter und man muss sich damit auseinandersetzen. Dr. Gábor Matés Einstellung zu Suchtproblemen basiert auf mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Heroinabhängigen wie Derek Thomas. Meine Patienten sind stark drogenabhängig. Im Leben der Suchtkranken und besonders hier in Downtown Eastside gibt es meistens einen Vorfall von Missbrauch in deren Kindheit. Oder sie tragen ein schweres Trauma oder eine Last mit sich herum. Die Sucht ist ein Weg, dieses Trauma, die Depression oder den Stress zu lindern. Die Droge erfüllt also einen bestimmten Zweck im Leben eines Abhängigen. Das gilt auch für alle anderen Drogen. Die Kriminalisierung der Sucht in unserem Rechtssystem ist kriminell. Nach fast einem Jahrhundert strikter Anti-Drogen-Politik schlug die Insight Clinic in Vancouver eine radikal neue Richtung im Umgang mit der Sucht ein. Der Staat Kanada stellte die Klinik seit der Eröffnung 2003 vom Drogengesetz frei. Drogen dürfen ohne strafrechtliche Konsequenzen initiiert werden. Insight hat 600 bis 900 Besucher pro Tag. Es ist meine Aufgabe als Leiter der Patientenaufnahme, diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, zu helfen. Gegenüber Behörden sind sie oft misstrauisch und sie widersetzen sich. Ihre Erfahrungen mit der Polizei oder in der Notaufnahme der Krankenhäuser und mit der Wohlfahrt sind meist negativ.
Daher setzen sie sich auch so ungern mit Bürokratie auseinander. Heute ist Zahltag. Heute ist für die Menschen, die von der Wohlfahrt leben, und für die Obdachlosen der einzige Tag, an dem sie sich nicht krank fühlen. Deshalb ist viel los und man spürt förmlich die Energie auf der Straße. Der wichtigste Dienst, den die Klinik dieser Gruppe der Gesellschaft erweist, die von HIV und der ständigen Gefahr einer Überdosis bedroht wird, besteht darin, niemanden wegzuschicken. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Jedem stehen unsere Türen offen. Wir verweigern niemandem den Zutritt, denn dann müssten sie sich zwischen Müllcontainern oder allein im Hotelzimmer die Drogen spritzen. Und das ist wirklich unsicher. Ich nahm Heroin, als ich im Gefängnis war. Das war dort viel besser als hier draußen. Hier draußen ist alles anders. Es ist viel schlechter. Inside stellt den Suchtkranken einen sicheren Ort zur Verfügung, an dem sie sich die auf der Straße gekauften Drogen injizieren können. Auf diese Weise wird Sucht als Gesundheitsproblem und nicht als Verbrechen behandelt. Der Grundgedanke dieses neuen Wegs im Umgang mit der Drogenpolitik schlug die Inside Clinic in Vancouver eine radikal neue Richtung im Umgang mit der Sucht ein. Der Staat Kanada stellte die Klinik seit der Eröffnung 2003 vom Drogengesetz frei. Drogen dürfen ohne strafrechtliche Konsequenzen injiziert werden. Inside hat 600 bis 900 Besucher pro Tag. Es ist meine Aufgabe als Leiter der Patientenaufnahme, diesen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, zu helfen. Gegenüber Behörden sind sie oft misstrauisch und sie widersetzen sich. Ihre Erfahrungen mit der Polizei oder in der Notaufnahme der Krankenhäuser und mit der Wohlfahrt sind meist negativ. Daher setzen sie sich auch so ungern mit Bürokratie auseinander. Heute ist Zahltag. Heute ist für die Menschen, die von der Wohlfahrt leben, und für die Obdachlosen der einzige Tag, an dem sie sich nicht krank fühlen. Deshalb ist viel los und man spürt förmlich die Energie auf der Straße. Der wichtigste Dienst, den die Klinik dieser Gruppe der Gesellschaft erweist, die von HIV und der ständigen Gefahr einer Überdosis bedroht wird, besteht darin, niemanden wegzuschicken. Es geht darum, Menschenleben zu retten. Jedem stehen unsere Türen offen. Wir verweigern niemandem den Zutritt, denn dann müssten sie sich zwischen Müllcontainern oder allein im Hotelzimmer die Drogen spritzen. Und das ist wirklich unsicher. Ich nahm Heroin, als ich im Gefängnis war. Das war dort viel besser als hier draußen. Hier draußen ist alles anders. Es ist viel schlechter. Inside stellt den Suchtkranken einen sicheren Ort zur Verfügung, an dem sie sich die auf der Straße gekauften Drogen injizieren können. Auf diese Weise wird Sucht als Gesundheitsproblem und nicht als Verbrechen behandelt. Der Grundgedanke dieses neuen Wegs im Umgang mit Drogensucht ist die Überlebenshilfe. Ich heiße Derek Thomas. Ich komme hierher, weil ich seit 3,5 Jahren Opiate nehme.
Solange wir selbst damit nicht umgehen können, sollten wir uns in unserer Kritik etwas zügeln. Son, I'm Dr. Joe. Hi, how are you? Good. How are you? Okay. So now you've come up here to detox to essentially try to reverse. I'm quite tired of it. Bored. Mm-hmm. Mm-hmm. I thought the easy part would be, or the hard part would be the first couple of weeks, and then if you do that, you got it beat. Well, that's probably not how it appears to work. What are the things that you would like to do that would be different to the first two times? Well, it's such a difficult. Gabor Maté ist enttäuscht, dass die Klinik Insight mit ihrem Programm der Überlebenshilfe so wenig Unterstützung erhält. Die Regierung von Kanada hat zweimal versucht, die Klinik per Gesetz zu schließen. Warum das so kontrovers sein soll, ist schwer zu begreifen. Die Leute denken immer, wir verhätscheln sie und unterstützen ihre Sucht. Aber das stimmt nicht. Die Sucht ist auf jeden Fall da. Wir versuchen nur, das Leid zu mindern. Wenn ein Raucher mit einer Bronchitis zu mir käme und ich ihm ein Antibiotikum oder einen Inhalator verschreiben würde, würde ich auch nicht seine Sucht behandeln. Dann könnte man auch unterstellen, man würde seine Sucht unterstützen. Aber als Arzt würde ich seine Bronchitis behandeln. Ich würde ihm einen Inhalator geben, um die Entzündung zu lindern, oder Antibiotika, um die Infektion einzudämmen. Danach kann der Patient weiter rauchen, wenn er das möchte. Leidminderung ist in der Medizin kein Neuland. Sie wird ständig angewandt. Aber aus irgendeinem Grund sehen die Leute gleich rot, wenn sie nur das Wort Sucht hören. Now look, the emotions that come up for you are painful, but let me tell you something. These are the emotions that you've tried not to feel all your life. Okay? In other words, the drugs that you've been using have been all about just trying not to feel terrible. Okay. I'm suggesting that that's because in your early experience, nothing good ever lasted. Diese Method gegenüber der CIA zu sichern. Ich begegnete einmal einem hochrangigen Mitglied der Antidrogenbehörde im Nahen Osten. Und er sagte, das Problem war, dass plötzlich alle Drogenbosse, gegen die ich eigentlich ankämpfte, für die CIA arbeiteten. Es war also ein globales Problem. Am Ende stellte der Krieg gegen den Kommunismus den Kampf gegen Drogen in den Schatten. Doch innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Antidrogenpolitik in Nordamerika, die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Ich mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. But I'm certainly not full of joy like I used to be. I feel so stagnant. Ich stecke fest. Ich komme nicht mehr vorwärts.
Nach zwei erfolglosen Versuchen bereitet sich Derek auf eine weitere Entzugstherapie in der Inside-Klinik vor. Wir machen kurz den Papierkram. Gut. Dann treffen wir eine Krankenschwester. Gut. Sie überprüft die Lebensfunktionen und all das, aber jetzt reden wir erstmal über den Entzug. Ich glaube, ein Drogensüchtiger will immer aufhören. Der Gedanke ist immer präsent. Man denkt, vielleicht wird es morgen anders. Aber es kommt nur darauf an, es zu tun. Es tun zu wollen, das ist der Unterschied. Du wirst 7 bis 10 Tage auf der zweiten Etage verbringen. Solange du dort oben bist, musst du da auch bleiben. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, kannst du mit den Pflegern sprechen und sie geben dir eine Aufgabe. Du wirst einen Arzt und eine Krankenschwester haben und sie werden mit dir über den Entzug und die Behandlung reden. Du hast ein eigenes Zimmer mit Bad und Dusche. Das ist doch super, oder? In Wirklichkeit schlug jeder Versuch, den Drogenfluss aus Afghanistan einzudämmen, fehl. Seit der Rückkehr der Amerikaner 2001 stieg der Umsatz bei der Opiumernte um 200% auf schätzungsweise 50 Milliarden Dollar an. Wenn man die Drogenproduktion nicht stoppen kann, und das kann Amerika nicht, dann bleibt ihnen nur, diesen profitablen Markt in die Hände von nichtstaatlichen Händlern zu legen und so jegliche Kontrolle über das Geld zu verlieren. Wenn es das ist, was sie wollen, sind sie auf dem richtigen Weg. Dann sollten sie genauso weitermachen. Aber dann werden sie den Krieg in Afghanistan nicht gewinnen und keinen Einfluss auf die Produktion, Distribution und den Konsum von Rauschmitteln in der westlichen Welt oder anderswo haben. Solange man die Produktion dieses Stoffes kriminalisiert, macht man das Produkt nur umso profitabler. Bei Drogen geht es um Geld. Geld treibt den Handel an. Es ist überall. Es geht um die Erfüllung außenpolitischer Ziele und nicht darum, die Jugend auf der Straße vor Drogen zu beschützen. Wenn sie das wirklich wollten, würden sie sich fragen, warum sie Drogen nehmen, was sie dazu treibt, Drogen zu nehmen. Willkommen beim Entzugsprogramm von Inside. Du wirst 7 bis 14 Tage hier sein. Frühstück ist um 9, Mittagessen um 12.45 Uhr und Abendessen um 17.30 Uhr. Die Übelkeit ist das eine und das ist kein Vergnügen. Und dann sind da die Gedanken. Man weiß nie, was alles aufkeimen wird, bis man es durchgemacht hat und wieder clean ist. Es kann alles Mögliche sein, ernstere oder auch nicht so ernste Sachen. Aber es wird vieles an die Oberfläche kommen, weil man sich mit nichts auseinandersetzt, wenn man die Droge nimmt. Sie stoppt die Entwicklung, man stellt nie etwas in Frage. Aber die Zeit läuft weiter und man muss sich damit auseinandersetzen. Dr. Gábor Matés Einstellung zu Suchtproblemen basiert auf mehr als 10 Jahren Erfahrung mit Heroinabhängigen wie Derek Thomas. Meine Patienten sind stark drogenabhängig. Im Leben der Suchtkranken und besonders hier in Downtown Eastside gibt es meistens ein... ...auf Amerikas Straßen verkauft wurde und dass dieser Verkauf von der Regierung und dem Geheimdienst geduldet wurde. Die Rauschgifthändler wussten, das Beste, was sie tun konnten, war, auf den Zug aufzuspringen und sich Immunität gegenüber der CIA zu sichern. Ich begegnete einmal einem hochrangigen Mitglied der Antidrogenbehörde im Nahen Osten. Und er sagte, das Problem war, dass plötzlich alle Drogenbosse, gegen die ich eigentlich ankämpfte, für die CIA arbeiteten. Es war also ein globales Problem. Am Ende stellte der Krieg gegen den Kommunismus den Kampf gegen Drogen in den Schatten. Doch innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Antidrogenpolitik in Nordamerika
die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Ich mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. But I'm certainly not full of joy like I used to be. I feel so stagnant. Ich stecke fest, ich komme nicht mehr vorwärts. Nach 2 erfolglosen Versuchen bereitet sich Derek auf eine weitere Entzugstherapie in der Inside-Klinik vor. Wir machen kurz den Papierkram. Gut. Dann treffen wir eine Krankenschwester. Gut. Sie überprüft die Lebensfunktionen und all das, aber jetzt reden wir erstmal über den Entzug. Ich glaube, ein Drogensüchtiger will immer aufhören. Der Gedanke ist immer präsent. Man denkt, vielleicht wird es morgen anders. Aber es kommt nur darauf an, es zu tun. Es tun zu wollen, das ist der Unterschied. Du wirst 7 bis 10 Tage auf der zweiten Damals habe ich Heroin ausprobiert. Ein Bekannter hat mir davon vorgeschwärmt und ich habe es als eine Art Medizin benutzt. Und das war's. Beim ersten Mal habe ich nicht über Sucht nachgedacht. Ich hatte nur dieses Wahnsinnsgefühl. Es ließ mich meine Probleme vergessen. Es gab mir in gewisser Weise eine Pause von mir selbst. Aber dann rächt es sich und beißt dir in den Hintern. Ich habe meine Frau verloren. Wir standen uns sehr nahe, waren 16 Jahre zusammen. Sie wurde mir durch einen Autounfall genommen und seitdem nehme ich Heroin. Ich weiß, dass ich selbstmordgefährdet war. Es hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Ich verstehe, warum es so süchtig macht. Es bringt dir so viel Freude. Ich habe den Faden verloren. Die Frage ist, warum werden manche Menschen abhängig und andere nicht? Wir glauben, um abhängig zu werden, müssen bestimmte Voraussetzungen im Gehirn gegeben sein, die in den Genen biologisch festgelegt sind. Wenn ein Opioid in die Blutbahn und dann ins Gehirn gelangt, trifft es dort auf bestimmte Rezeptoren, die es aufnehmen und ein Glücksgefühl auslösen. Aber diese Rezeptoren sind nicht bei jedem Menschen gleich. Wir machen oft Witze darüber und sagen, wenn wir 50 Personen ein Wochenende lang in eine Sporthalle stecken und ihnen Heroin injizieren würden, würde die Hälfte von ihnen diese Droge nie wieder nehmen wollen. Die andere Hälfte hätte das beste Wochenende ihres Lebens gehabt und würde danach mehr davon haben wollen. Das wäre die eine Komponente. Aber wir kennen alle die Geschichten von Menschen, die nie Schwierigkeiten mit Drogen hatten, bis etwas in ihrem Leben passiert ist. Sie ließen sich scheiden oder erlitten eine Depression. Es gibt also auch eine psychologische Komponente. Außerdem spielt die äußere Umgebung eine Rolle. Das heißt, wenn alle Komponenten gegeben sind, man aber in einem Teil der Welt lebt, in dem kein Zugang zu Drogen besteht, ist eine Suchterkrankung ausgeschlossen.
Es muss das richtige Gehirn, die richtige Zeit und der richtige Ort sein, um eine Suchterkrankung zu erleiden. Besonders hier in Downtown Eastside gibt es meistens einen Vorfall von Missbrauch in deren Kindheit. Oder sie tragen ein schweres Trauma oder eine Last mit sich herum. Die Sucht ist ein Weg, dieses Trauma, die Depression oder den Stress zu lindern. Die Droge erfüllt also einen bestimmten Zweck im Leben eines Abhängigen. Das gilt auch für alle anderen Drogen. Die Kriminalisierung der Sucht in unserem Rechtssystem ist kriminell. Ein kriminelles Rechtssystem ist der richtige Ausdruck dafür, denn es traumatisiert die Menschen, denen bereits unvorstellbare Schmerzen zugefügt wurden, noch mehr. You say you've never been so alone in your whole life? No, I've had that aloneness before. Aloneness? Where I felt really alone, yeah. When I was a child. Okay. I can remember. Okay. And tell me about that. Mom passed away when I was 7. Okay. And where did she die? Dad did. Where did she die? Sleeping pills and Jack Daniels. Okay, so she overdosed? Yes. Okay, and your dad? And my dad shut off from then. Until I was 12, like, no conversation, and went to work, went to the club, came home, so I really didn't see him much. And do you see any similarities between how you felt as a 7-year-old when your mother died? Yes, there are similarities. And how you felt when your wife died? Yeah. Okay. Yeah, there are similarities. I'm emotionally shut off. Yeah. Okay. From what I want the most, I'm emotionally shut off from it. I have everything else. I have people I can chat with, who I feel comfortable with. What is it that you most want? I want to get over this loss. That keeps surfacing, and you know, what does one want? I want to fall in love again. Mm-hmm. To be honest with you, mm-hmm. That's what I'm on. I miss. Früher waren die jungen Menschen dagegen. Heute sind alle viel toleranter. Es ist alles organisierter. Wir wissen nicht, wem sie die Drogen verkaufen. Aber wahrscheinlich bringen sie sie ins Flachland, wo sie viel bessere Preise erzielen können. Der Bestand hat sich seit 2001 immens erhöht. Er hat sich bestimmt vertausendfacht. Wir beten zu Gott, dass wir eine gute Ernte haben. Opium ist das Lebensbrot für unsere Gemeinde. Nicht gewinnen können. Aber ihre Gesetzgebung mit den immer gleichen Phrasen sieht nicht vor, diesen Kampf aufzugeben. Sie sollten endlich damit aufhören. Warum stecken Sie diese Menschen ins Gefängnis? Gewinnen Sie dann? Wie lange machen Sie das schon? Seit 40 Jahren. Und hat sich irgendetwas geändert? Seit 1971 sind die Ausgaben für die Drogenbekämpfung drastisch gestiegen. Das Jahresbudget der DEA liegt heute bereits bei 2,6 Milliarden Dollar. 2009 wurden in Amerika fast 2 Millionen Menschen wegen Drogendelikten verhaftet. Einer alle 18 Sekunden. Die Drogenpolitik hat auf ganzer Linie versagt. Drogen werden immer noch konsumiert und die Politiker verschlimmern die Situation der Menschen sogar noch. Sie fördern Korruption, verschwenden Ressourcen, stopfen Gefängnisse voll und schränken die Bürgerrechte und die Freiheit der Menschen ein, die nichts mit Drogen zu tun haben. Wir wissen nur, dass das, was wir tun, das Problem nicht löst, sondern nur Schaden anrichtet. Es muss also andere Optionen geben, die nützlicher sind als die Methoden, die momentan angewandt werden. Es gibt Machthaber mit politischen und wirtschaftlichen Interessen auf der ganzen Welt, die dafür sorgen, dass die Situation genauso beibehalten wird. Das hat nichts damit zu tun, Suchtprobleme lösen zu wollen. Wenn ich im großen Stil mit Drogen handeln wollte und ich ein System bräuchte, das mir langfristigen Profit verspricht, würde ich genau das System schaffen, das wir jetzt haben. Thank you.
Ich habe es nur 2 oder 3 Tage ausgehalten. Waren es wirklich 3 Tage? Nur einer? Es war also nur ein Tag. Nach einem Tag musste ich raus und hielt es nicht mehr aus. Mir ging sehr viel im Kopf herum. Ja, ich habe meine Chance vertan. Aber clean zu werden hat für mich oberste Priorität. Ich fühle es. Ich weiß nicht, ob es nächste Woche oder nächsten Monat sein wird, aber ich weiß, dass es nicht erst in 1, 2 oder 3 Jahren sein wird. Es wird in nächster Zeit passieren. Ich fühle, dass es an der Zeit ist. Ich werde nicht jünger, so viel ist sicher. Gleich haben wir wieder eine Gedenkfeier für... Sehen Sie? Sie sind fast noch Kinder. Ihr Gehalt liegt zwischen $25 pro Monat und zusätzlich erhalten Sie noch Verpflegung. Für $20 riskieren diese Jungs ihr Leben. Wer würde mit ihnen tauschen wollen? Das frage ich die Leute in Europa immer. Kann dieser Krieg gewonnen werden? Ich bin Optimist. Für mich ist ein Glas immer halb voll und nicht halb leer. Unsere Einsätze haben sich um 116% erhöht und wir haben auch mehr Leute festgenommen. Allmählich locken wir die Drogenhändler aus ihren Verstecken. Wir sind hier mitten im Wirkungskreis der mächtigsten Kriegsherren der Welt. Politischer Wille von höchster Ebene der Regierung ist unerlässlich. Und wir brauchen Leute, die sagen, genug ist genug und die etwas unternehmen. Amerikas selbstproklamierter Krieg gegen den Drogenhandel begann vor 40 Jahren, als das Land noch einen anderen Krieg führte. Hunderttausende junger Amerikaner wurden einberufen, um die kommunistischen Vietcong zu bekämpfen. Sie fanden bald eine Möglichkeit, dem Stress des Kampfes zu entfliehen. Vietnam wurde mit Haschisch und Heroin aus den Dschungeln von Südostasien regelrecht überflutet. Mehr Soldaten als je zuvor ergaben sich dem Drogenrausch. Bilder wie diese halfen nicht gerade den Bürgern, die Notwendigkeit des Krieges zu erklären. Der Drogenkonsum unter amerikanischen Soldaten war so hoch, dass der Kongress wegen des inzwischen landesweiten Skandals eine Anhörung einberief. We don't know how many U.S. military members in Vietnam use heroin and other drugs. By the most conservative estimate of the heroin use rate in Vietnam, one must conclude that altogether too many of our military men are using it. The problem of dangerous drugs. Das Thema war eine willkommene Ablenkung von einem Krieg, der bei der Bevölkerung zunehmend auf Ablehnung stieß. 1972 gründete Präsident Richard Nixon die Drogenaufsichtsbehörde DEA, eine gigantische neue Einrichtung mit 3000 Angestellten und einem Budget von $65 Millionen. Die DEA wurde als heimische Lösung für ein fremdes Problem dargestellt. Sie sollte ausschlaggebend das Vertrauen der Amerikaner in den Kampf der Regierung gegen die Drogen begründen. Doch die Bürger wussten nicht, dass die amerikanischen Verbündeten in Südostasien die Hauptlieferanten des Heroins waren, das auf Amerikas Straßen verkauft wurde, und dass dieser Verkauf von der Regierung und dem Geheimdienst geduldet wurde.
Die Rauschgifthändler wussten, das Beste, was sie tun konnten, war, auf den Zug aufzuspringen und sich Immunität gegenüber der CIA zu sichern. Ich begegnete einmal einem hochrangigen Mitglied der Antidrogenbehörde im Nahen Osten. Und er sagte, das Problem war, dass plötzlich alle Drogenbosse, gegen die ich eigentlich ankämpfte, für die CIA arbeiteten. Es war also ein globales Problem. Am Ende stellte der Krieg gegen den Kommunismus den Kampf gegen Drogen in den Schatten. Doch innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Antidrogenpolitik in Nordamerika, die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Ich mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. But I'm certainly not full of joy like I used to. I feel so stagnant. Ich stecke fest, ich komme nicht mehr vorwärts. Amerikas selbstproklamierter Krieg gegen den Drogenhandel begann vor 40 Jahren, als das Land noch einen anderen Krieg führte. Hunderttausende junger Amerikaner wurden einberufen, um die kommunistischen Vietcong zu bekämpfen. Sie fanden bald eine Möglichkeit, dem Stress des Kampfes zu entfliehen. Vietnam wurde mit Haschisch und Heroin aus den Dschungeln von Südostasien regelrecht überflutet. Mehr Soldaten als je zuvor ergaben sich dem Drogenrausch. Bilder wie diese halfen nicht gerade den Bürgern, die Notwendigkeit des Krieges zu erklären. Der Drogenkonsum unter amerikanischen Soldaten war so hoch, dass der Kongress wegen des inzwischen landesweiten Skandals eine Anhörung einberief. We don't know how many US military members in Vietnam use heroin and other drugs. By the most conservative estimate of the heroin use rate in Vietnam, one must conclude that altogether too many of our military men are using it. In Südostasien galt Vietnam damals als Goldader für jeden, der Drogen kaufen wollte. 1971 schätzten Militärärzte die Zahl der Heroinkonsumenten beim amerikanischen Militär auf 35.000. Ein neuer Drogenmarkt entstand. Der Krieg in Vietnam war entscheidend für die Verbreitung des Heroinkonsums in den USA, aber auch in Australien, Thailand und den Philippinen. Überall dort, wo die amerikanischen Soldaten in ihrer Freizeit hingingen. Aufgrund des unkontrollierten Marktes wurde Heroin in Teilen Südostasiens regelrecht zu einem Phänomen und die amerikanischen GIs verlangten danach. From the American GIs. Nicht nur amerikanische GIs suchten den Rausch. In den USA stieg der Konsum von Drogen dramatisch an. Schon bald schrieben sich die höchstrangigen Politiker des Landes den unerbittlichen Kampf gegen die Drogen auf die Fahnen. This is one area where we cannot have budget cuts, because we must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Das Thema war eine willkommene Ablenkung von einem Krieg, der bei der Bevölkerung zunehmend auf Ablehnung stieß. 1972 gründete Präsident Richard Nixon die Drogenaufsichtsbehörde DEA,
Eine gigantische neue Einrichtung mit 3000... Auch wie damals. Und das hatte fürchterliche Konsequenzen für Amerika. 1979 erreichte fast keine Heroinlieferung aus dem sogenannten Goldenen Halbmond, dem afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, die USA. 1980 kamen laut der Statistiken bereits 60% des Heroins von dort nach Amerika. Die US-Regierung unterstützte diejenigen, die das Land mit Drogen überfluteten, und setzte gleichzeitig mit aller Macht den Krieg gegen Drogen im eigenen Land fort. Zwanzig Jahre später, nach dem 11. September, kamen die Amerikaner wieder nach Afghanistan, um das anti-westliche Taliban-Regime zu stürzen. Dazu verpflichtete die USA erneut Verbündete aus der Region, die mit dem Drogenhandel ihre Operationen finanzierten. Die Kriegsherren waren nun die Verbündeten. Woher kamen wohl ihre Gelder? Es konnte ja nicht alles aus Amerika kommen. Es ist dasselbe Schema wie schon vor 1996. Es war der Mohn. Das ist der einzige Exportmarkt, den es dort gibt. Die Amerikaner duldeten 2001, 2002 den Anbau von Mohn, weil ihre Verbündeten das Geld brauchten. Und dann wurde Mohn wieder nach Amerika exportiert. Die amerikanischen Verbündeten waren wieder im Drogengeschäft. Doch der Präsident ließ sich nichts anmerken. The United States and our allies will help President Karzai reverse the increase in poppy cultivation. This is a direct threat to a free future for Afghanistan. One way to deal with the drug problem is for there to be kind of pushback to the drug dealers. And a good way to push back on the drug dealers is convict them and send them to prison. In Wirklichkeit schlug jeder Versuch, den Drogenfluss aus Afghanistan einzudämmen, fehl. Seit der Rückkehr der Amerikaner 2001 stieg der Umsatz bei der Opiumernte um 200% auf schätzungsweise 50 Milliarden Dollar an. Wenn man die Drogenproduktion nicht stoppen kann, und das kann Amerika nicht, dann bleibt ihnen nur, diesen profitablen Markt in die Hände von nichtstaatlichen Händlern zu legen und so jegliche Kontrolle über das Geld zu verlieren. Wenn es das ist, was sie wollen, sind sie auf dem richtigen Weg. Dann soll... 1972 gründete Präsident Richard Nixon die Drogenaufsichtsbehörde DEA, eine gigantische neue Einrichtung mit 3000 Angestellten und einem Budget von 65 Millionen Dollar. Die DEA wurde als heimische Lösung für ein fremdes Problem dargestellt. Sie sollte ausschlaggebend das Vertrauen der Amerikaner in den Kampf der Regierung gegen die Drogen begründen. Doch die Bürger wussten nicht, dass die amerikanischen Verbündeten in Südostasien die Hauptlieferanten des Heroins waren, das auf Amerikas Straßen verkauft wurde, und dass dieser Verkauf von der Regierung und dem Geheimdienst geduldet wurde. Die Rauschgifthändler wussten, das Beste, was sie tun konnten, war, auf den Zug aufzuspringen und sich Immunität gegenüber der CIA zu sichern. Ich begegnete einmal einem hochrangigen Mitglied der Anti-Drogen-Behörde im Nahen Osten. Und er sagte, das Problem war, dass plötzlich alle Drogenbosse, gegen die ich eigentlich ankämpfte, für die CIA arbeiteten. Es war also ein globales Problem. Am Ende stellte der Krieg gegen den Kommunismus den Kampf gegen Drogen in den Schatten. Doch innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Anti-Drogen-Politik in Nordamerika, die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Musik
mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. Ich stecke fest, ich komme nicht mehr vorwärts. Nach zwei erfolglosen Versuchen bereitet sich Derek auf eine weitere Entzugstherapie in der Opium ist nicht ohne Grund die älteste Medizin der Welt. Es gibt Millionen von Pflanzen. Aber nur diese Pflanze wird immer wieder seit dem Beginn der Geschichtsschreibung erwähnt. Denn sie half den Menschen bei allen möglichen Krankheiten und bei chronischen Beschwerden. In den Schriften der Sumerer wurde Opium das Kraut der Freude genannt. Die Ägypter und die Römer benutzten es ebenfalls. Arabische Händler führten Opium im 8. oder 9. Jahrhundert in China ein. Sie verbreiteten es in der ganzen Welt. Opium wurde zunächst verzehrt oder mit Tabak geraucht. Doch als im 18. Jahrhundert in China eine raffinierte neue Pfeife entwickelt wurde, änderte sich die Art des Konsums. Die Chinesen benutzten den Ausdruck Tunyun Tuwu, was so viel heißt wie Wolken schlucken und Nebel spucken. Das, was man letztendlich inhaliert, ist reiner destillierter Dampf. Es wird nichts verbrannt. Der Dampf enthält daher keinerlei Giftstoffe, wie sie sonst bei einer Verbrennung entstehen. Alle Verunreinigungen werden herausgefiltert. Als in Europa das Heilmittel Laudanum entwickelt wurde, das aus einer Kombination aus Opiumpulver und Alkohol besteht, fand die beruhigende Wirkung der Mondpflanze bald Anklang bei Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. In England und Frankreich wurde Opium in den gleichen Gesellschaftsschichten benutzt. Queen Victoria nahm es, Byron, Shelley, Keats, Coleridge, Jean Cocteau. Jeder kreative Mensch will ungestört arbeiten können und nicht einmal von Schmerzen oder Müdigkeit abgelenkt werden. Und mit Opium können Künstler, Musiker und Schriftsteller genau das tun. Um 1800 gab es aus Opium hergestellte Heilmittel für alle möglichen Krankheiten. Es war das wichtigste Mittel der westlichen Medizin bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Viele wissen nicht einmal, dass die meisten Medikamente in Europa und Amerika Opiate enthielten. Die Geschichte des Opiumkonsums hat seit jeher zwei Seiten. Der Stoff führt zu Wohlbefinden und lindert Schmerzen, aber er kann auch süchtig machen. Wenn man mit Drogen auf der Straße von der Polizei aufgegriffen wird und man nur geringe Mengen für den eigenen Bedarf bis zu 10 Tagen bei sich hat, verfasst die Polizei einen Bericht, den sie dann zu unserer Kommission schickt. Der Vorfall wird dann nur als eine Art sozialer Verstoß behandelt. Es gibt Strafen und Sanktionen, die diesen Menschen auferlegt werden können, aber darunter sind keine Gefängnisstrafen. Wir haben ihm keine Auflagen erteilt, weil es das erste Mal war. Und laut Gesetz müssen wir das tun. Es gilt sozusagen als erste Warnung.
Für geschätzte 38.000 Suchtkranke gibt es in Portugal 74 von der Regierung betriebene Behandlungszentren. Alle sind kostenlos und werden von den Patienten sehr gelobt. Es ist ein umstrittenes Programm, aber nach 10 Jahren kann Portugal beeindruckende Ergebnisse vorweisen. Jetzt haben wir Daten, die wir mit Ihnen teilen können. Und ich kann sagen, dass die Probleme in unserer Gesellschaft seitdem eine sehr positive Entwicklung genommen haben. Nach nur 4 Jahren der Entkriminalisierung stieg die Anzahl der Suchtkranken, die sich in Behandlung begaben, um mehr als 100%, während die Anzahl der Todesfälle aufgrund des Missbrauchs von Opiaten um die Hälfte zurückging. Der Drogenmissbrauch bei Jugendlichen nahm allgemein ab. Als damals der Beschluss gefasst wurde, befürchtete man, Portugal würde zu einem Paradies für Drogenabhängige aus der ganzen Welt werden. Viele dachten, dass es zu einer Art Drogentourismus kommen und der Drogenkonsum ansteigen würde. Aber jetzt, 10 Jahre danach, können wir belegen, dass das nicht stimmt. Was halten Sie von der Praxis Nordamerikas, vor allem den USA, jeden ins Gefängnis zu stecken? Wenn jemand straffällig geworden ist, ist die Heilung, die Chance auf ein normales Leben und die Arbeitssuche viel schwieriger. Wir sind der Meinung, dass Drogenpatienten keine Patienten zweiter Klasse sind. Innenpolitisch markierte er den Beginn einer immer schärfer werdenden Antidrogenpolitik in Nordamerika, die seit 4 Jahrzehnten bis zum heutigen Tag andauert. Ich mag diesen Stadtteil nicht. Es gibt hier viele Bedürftige. Ich hoffe, das ändert sich, solange ich noch lebe. Denn obwohl es schöne Momente gibt, habe ich keine Freude mehr, so wie ich sie früher hatte. But I'm certainly not full of joy like I used to. I feel so stagnant. Ich stecke fest. Ich komme nicht mehr vorwärts. Nach 2 erfolglosen Versuchen bereitet sich Derek auf eine weitere Entzugstherapie in der Inside-Klinik vor. Wir machen kurz den Papierkram. Gut. Dann treffen wir eine Krankenschwester. Gut. Sie überprüft die Lebensfunktionen und all das, aber jetzt reden wir erstmal über den Entzug. Ich glaube, ein Drogensüchtiger will immer aufhören. Der Gedanke ist immer präsent. Man denkt, vielleicht wird es morgen anders. Aber es kommt nur darauf an, es zu tun. Es tun zu wollen, das ist der Unterschied. Du wirst 7 bis 10 Tage auf der 2. Etage verbringen. Solange du dort oben bist, musst du da auch bleiben. Wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, kannst du mit den Pflegern sprechen und sie geben dir eine Aufgabe. Du wirst einen Arzt und eine Krankenschwester haben und sie werden mit dir über den Entzug und die Behandlung reden. Du hast ein eigenes Zimmer mit Bad und Dusche. Das ist doch super, oder? Ich habe eine Bitte, wenn möglich, hätte ich gern ein Zimmer mit Badewanne. Wir sehen mal, welche Zimmer noch frei sind. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht... Wenn etwas frei ist, würde ich 10-mal pro Tag baden. Mir wird immer so kalt. Während du hier bist, kannst du auch mit Therapeuten sprechen. Emma und Irene sind da. Mit denen kann man gut reden. Sie können dir verschiedene Möglichkeiten aufzeigen und dir erklären, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn du eine Strategie entwickeln willst, ist das gut.